Ohrwurmmusik entsprungen den kreativen Köpfen dreier ehemaliger Studenten aus Hamburg. Das ist Tokotronic. 25 Jahre ist es her, dass sie mit ihrem ersten Album Digital ist besser ihre poetischen Songs verbreiteten. In einer Gesellschaft wie dieser bin ich nur im Weg. Einer ihrer besonderen Sätze, die Bilder im Kopf erzeugen. Und diese Zeilen werden jetzt tatsächlich sichtbar in einem Comicband, der 10 Lieder der Band illustriert. Ich habe immer wieder Tokotronic gehört, mal intensiver, mal weniger intensiv, aber eigentlich durchgehend immer wieder und habe sie auch live gesehen. Gehört, gesehen und jetzt auch gezeichnet. Der Frankfurter Philipp Wächter hat einen Song der Hamburger Band Tokotronic zu Papier gebracht. Ein Lied von 10, die letztlich in einem Sammelband gelandet sind. Philipp Wächter hat den Liedtext 1:1 umgesetzt. Ich ziehe den Pulli vor den Spiegel aus. Team H Riot im Reihenhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Es wird das Reihenhaus beschrieben, es wird der Garten beschrieben, es wird das Zimmer von dem Jungen beschrieben, sein Gitarrenspiel. Und ich hatte das Gefühl, das wird dem Text gerecht, das dann auch zu zeigen. Ganz anders ist sein Kollege Christopher Tauber vorgegangen. Er hat einen Songtext als Grundlage für seine Geschichte genommen. Textfragmente tauchen immer wieder in den Dialogen auf. Also der Text ist sehr, sehr bildlich. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wo das spielt. Auch der Ort der Handlung des Songs, quasi die Provinz, wo ich aufgewachsen bin. Also ja, da war gleich Handlung da. Texter Tauber hat mit einer Zeichnerin zusammengearbeitet. Gemeinsam interpretieren sie das Lied Let There Be Rock. Was im Song als Ausbruch aus der Kleinstadt Tristesse gemeint ist, wird im Comic genau zu seinem Gegenteil, zur Rückkehr ins Elternhaus. Let There Be Rock wird zum Protestruf. Die Idee zu diesem Song-Comic-Book hatte der Wiesbadener Michael Büsselberg, als er 2005 in Frankreich ein ähnliches Buch entdeckte. Ich war super begeistert. Das war auch der Zugang, dass ich dann gesagt habe, ja, Tokotronic, Texte, tolle Texte, deutsche Texte, eine Band, die ich sehr mag, die mich lange begleitet. Hey, wow, ich nehme das mal so als Idee mit. Und das war, wie gesagt, jetzt, naja, so knapp 15 Jahre her und ja. 2018 habe ich dann gesagt, hey, komm, lass uns das jetzt noch mal angehen. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Für Zeichner Philipp Wächter auch die Gelegenheit, seine Bewunderung für Musiker auszudrücken. Zeichnerisch natürlich. Ich glaube, in einer Band zu spielen, das ist dann sowieso noch mal das Allerbeste. Das habe ich leider nie gemacht, aber das war immer auch so mein Kindheitstraum, Gitarrist in einer Band zu sein. Aber gut, irgendwann mal.